So, es gibt noch vier Türme. Da ist einer, das ist ja diese eine Schneeregion. Und ich bin ganz weit jetzt davon weg, wo ich eigentlich hin wollte. Deshalb gehe ich mal ganz kurz auf die Zwillingsspitze. Von da aus können wir nämlich nach Westen runterspringen. Und dann versuche ich nochmal das Foto zu finden. Es muss ja mit diesen zwei Statuen. Obwohl, es ist riesig. Es kann sein, dass wir es nicht so leicht finden. Es wäre wahrscheinlich einfacher, wirklich mit dem Typen zu reden, an dem Pferdeding. Aber dafür muss ich ihn ja auch immer finden. Moment, ich habe gerade keine Lust, mich anders anzuziehen. Ach Scheiße, ich habe keinen. Hallo, du kämpfst gerade. So kalt kann gar nicht sein. Verdammt. Weil ich glaube, ich habe keinen Apfel mehr dabei. Ob der auch eine Banane nehmen würde? Bananen sind zu groß für die Schale. Nein, er mag nur Äpfel. Ich würde sagen, es ist eine Aufnahme von Südosten ausgehend. Nein. Lass mich mit Blick auf da, dann ist das Süd. Doch, es ist Südosten. Es muss hier da rechts sein. Na 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 na. Keine Ausdauer mehr gleich. Upsala.
Benötige mehr Waffenslots. Ach, drauf geschissen. Oh, die Ecke kennen wir sogar. Nämlich durch den Holzstamm da rechts von uns gerade, aber sind wir schon mal durchgegangen. Oh. Au, au. Da vorne. Ich sehe es, ich sehe es. Übrigens mit dem Chat, mit dem Master-Schwert, such das und bla bla bla. Wir haben schon mal einen Hinweis bekommen, dass es halt versiegelt wurde und halt immer noch existiert und auch über 100 Jahre irgendwie jetzt entspannt ist. Ah, cool. Wenn ich die einfriere, kriege ich übrigens auch genau das, also was ich eigentlich bekommen würde, zum Beispiel bei eingefrorenen Slimern. Kann ich sogar bestimmen, was ich aus dem Slimer kriege, wenn ich ein Feuerschwert benutze oder Elektroschwert. Ja, hier muss die Erinnerung sein. Weil da sind die Statuen. Juhu! Eine Erinnerung gefunden, ohne die Hilfe von dem komischen Maler-Typen. Das kommt mir alles bekannt vor. Ah, Moment, ich habe doch im Album ein Bild 8000 Mal vorhin angeguckt. Ja, da ist genau diese Position hier. Was ist das? Eine Erektion in meiner Hose. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber, was wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Dann wäre ich Farmer geworden. Vor allem ist meine einzige Aufgabe, dich zu beschützen, Prinzessin. Was wäre, wenn es dich nicht geben würde? Dann hätte ich keine Aufgabe. Und wäre halt am Arsch. Aber über mich macht sie sich keine Gedanken.
arrogante Zicke. Die denkt immer nur an sich. Und ihre Probleme und ihre Depressionen. Verdammt, man kann auf der Karte leider nicht erkennen, wo ein Stall ist, außer man war schon da. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mal eben ein paar Markierungen ablaufe. Damit ich meine Markierung wieder frei bekomme, um andere Sachen zu markieren. Schönere Sachen, bessere Sachen, Sachen, die mich weiterbringen. Oh nein, ich habe schon wieder die Blumen berührt. Die Ecke war das. Na toll, dabei werden die Blitze eingesetzt. So useless. Dann halt nicht. Das Eisschwert ist fast kaputt, das ist aber in Ordnung. Habe ich eh zweimal. Und mitten im Nirgendwo ein Holzfall gewachsen. Wie die Pferde einfach total entspannt sind, wenn ich komme. Oh, das Pferd hat die erschreckt. Da vorne sehe ich den Schrein.
Ach, guck mal. Da vorne ist auch direkt ein Pferdestall. Sehr schön. Dann kann ich nämlich direkt wieder den Opa fragen, ob der ein Bild kennt, was hier in der Umgebung gilt. Warum darf ich eigentlich keinen Hund haben? Oh! Ach nö, noch ein Mann. An diesem Stall trifft man immer nur Männer. Was ist das? Die einzigen Besucher hier in letzter Zeit waren du und dieser Zora-Prinz. Hier sind nur Männer und das zieht anscheinend immer mehr Männer an. Kennst du die Zoras nicht? Das sind so glitschige, fischähnliche Typen. Sie leben östlich von hier im Dorf der Zoras, flussaufwärts am Zora-Fluss. Da waren wir schon. Satori gehöre ich das schuldig meinem Leben. Ist eine lange Geschichte. Willst du sie hören? Dann leg los. Hast du von dem seltsamen Berg gehört, an dem Tiere nur zu einer bestimmten Zeit erscheinen? Ich dachte, dass man dort sicher ordentlich was verdienen kann und habe mich auf den Weg gemacht. Ich wollte jagen und mir so eine goldene Nase verdienen. Also gehe ich zum Berg und warte darauf, dass die ganzen Tiere erscheinen. Und dann kommt da dieser schmutzige Köter, eigentlich noch ein Welpe. Vielleicht wurde er von seinem Rudel getrennt oder von seinem Besitzer ausgesetzt, keine Ahnung. Jedenfalls bettet er mich um Futter an. Also habe ich ihm halt was gegeben. Eines Tages bin ich nachts eingenickt und als ich aufgewacht bin, steht dieses leuchtende Ding vor mir. Hat mich kalt erwischt, ich konnte nicht mal meinen Bogen ziehen, ich habe es einfach nur angeglotzt. Das Ding kam näher, als wollte es mich einfach zertrampeln. Da springt plötzlich der Welpe, den ich gefüttert hatte, zwischen uns. Er bellt dieses Ding an, das sicher 10-mal so groß war wie er. Er wollte mich beschützen, obwohl er selber gezittert hat wie Espenlaub. Das Ding zuckt überraschend zurück. Und ich greife mir den Welpen und renne Hals über Kopf den Berg herunter. Klingt eleganter, als es war. Und das ist meine Geschichte. Der seltsame Berg ist der Satori-Berg im Westen des inneren Hyrule. Und der Welpe von damals ist mein Satori hier. Ich sag dir, wenn du deinen Mut wirklich auf die Probe stellen willst, dann geh auf die Suche nach diesem Ding. Vor allem, er heißt Quit. Hat sich aus der Situation rausgequittet. Oh. Libelle und Horn. Ach, da sind diese Klatsch- und Tratsch-Geschichten wieder auf dem Tisch. Das Schloss wurde zwar vor 100 Jahren zerstört, aber seine Würde hat es auch in diesem Zustand nicht verloren. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf Reisen? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann es dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Der Wald nordöstlich des bodenlosen Sumpfes. Okay. Nordöstlich des bodenlosen Sumpfes. Also hier? Da sind wir doch eigentlich. Holen wir uns mal Herzen aus dem Tempel raus.
Beschirmendes Wasser. Kaya-Miwa-Schrein. Aber... Ach so, ich weiß, was ich tun muss. Die da an dem Rand ansetzen. Na komm, mach. Och ja, super, Link. Och, Link, jetzt schwimm doch mal nicht immer vorbei. So, ausrichten, auf das Ziel, konzentrieren und hoch. Ein antiker Reaktorkern, super. Dann kann ich mich auch mein Schickerstein nämlich verbessern. Da fehlte mir nämlich der dritte noch. Also dafür scheine ich einen Schlüssel zu brauchen, oder? Upsala. Mal kurz umziehen. Ich dachte, dadurch habe ich ein schnelleres Schwimmtempo. Doofe Klamotten. Oder ist das hier der Klassiker? Das ist der Klassiker.
Vielleicht auch nicht so. Weil einfach nur im richtigen Zeitpunkt springen. Oh, muss ich auch mal wieder eintauschen.